ein schwieriges Manöver. Er braucht mehrere Anläufe. Dann der Erfolg. Er führt die mit Samen gefüllte Spitze seines Kiefertasters ein und gibt das Sperma ab. Und damit endet die Romanze auch schon. Für ein weiteres Abenteuer müsste er sich neu umsehen. Bisweilen frisst das Vogelspinnenweibchen seinem Partner noch nach dem Geschlechtsakt auf. Aber auch wenn nicht, besiegelt ist sein Schicksal auf jeden Fall, denn seine Zeit ist bald abgelaufen. Nach ihrer ersten und einzigen Paarungssaison sterben die Männchen. Allein die Weibchen leben weiter. Und sie sind es, nach denen in der ganzen Welt Interesse besteht. Auf der anderen Globusseite werden in einer Reihe von Spinnenclubs die behaarten Stars bei jährlichen Ausstellungen stolz präsentiert. 3 Sekunden. Die meisten Vogelspinnenfans wohnen in den USA, in England und hier in Deutschland. Zucht, nicht das Einfangen wildlebender Exemplare, ist die erklärte Politik. Die Zahl der Spinnenfreunde und Zusammenschlüsse nimmt rasant zu. Schätzungsweise gibt es zurzeit etwa 10.000 Vogelspinnenhalter in Deutschland. Unter ihnen sind alle Alters- und Berufsgruppen vertreten. Michael Köhler interessiert sich seit 15 Jahren für Vogelspinnen. Eifrig betreibt er sein Hobby und unterstützt tatkräftig die Ausstellungen des Vereins. Seine langbeinigen und behaarten Freunde bestimmen auch sein Leben zu Hause. Angefangen hat es bei mir eigentlich, als ich 10 Jahre alt war, wo ich dann auch das erste Mal wirklich eine Vogelspinne gesehen habe. Dann habe ich mich richtig verliebt in die Tiere. Und Jahre später, wo ich dann mit 18 endlich volljährig war, habe ich mir meine erste Vogelspinne angeschafft. Zurzeit pflege ich ca. 300 Vogelspinnen bei mir zu Hause. Und das Faszinierende ist an den Tieren einfach, es gibt so viele Arten und die Farbenvielfalt der Tiere, das Verhalten der Tiere. Also mich hat das wirklich gepackt und das Hobby, das werde ich nicht mehr aufgeben. Michael hält Vogelspinnen für perfekte Haustiere. Sie machen kaum Arbeit, sind sauber und benötigen wenig Pflege und Futter. Pro Woche nur eine Mahlzeit. Und sie leben am liebsten allein. Es scheint, diese prähistorischen Kreaturen ziehen ihre zweibeinigen Besitzer immer mehr in ihren Bann. Wie viele andere wurde auch Michael Köhler vom Spinnenhalter zum begeisterten Sammler. Keine Kosten werden gescheut. Das Hobby hat mich jetzt insgesamt mit Möbeln, so wie es hier steht, mit Pflanzenzubehör, Vogelspinnen, ca. 20.000 Euro gekostet. Und es wird noch nicht das letzte Tier gewesen sein, was ich mir jetzt angeschafft habe. Bis sich weltweit die Zucht durchgesetzt haben wird, werden weiterhin freilebende Spinnen dran glauben müssen. Eine sichere Zuflucht bot lange die große Wüste im Roten Zentrum Australiens für noch unbekannte Vogelspinnenarten. Um ihre seidenen Pfade zu finden, reisen Dr. Raven und seine Museumskollegin Dr. Bär über 2000 Kilometer weit ins Landesinnere. Die verborgenen Tiere aufzuspüren ist nicht leicht. Doch Dr. Raven weiß, dass sie selbst hier draußen schon gejagt werden. Wir Menschen stellen für Taranteln die größte Bedrohung dar. Allein in Australien werden wohl pro Jahr rund 10.000 wildlebende Exemplare gefangen. Wir wissen nicht, welche Arten es sind. Dabei haben sie im System eine wichtige Funktion, die wir erst verstehen lernen müssen. Bis dahin sollten wir sie weder töten noch einfangen. Eine sehr gefährliche Situation. Der Wettlauf um die Rettung der Spinnen hat begonnen. Um sie schützen zu können, müssen sie der Wissenschaft erst einmal bekannt sein. Ein beschwerlicher Prozess, selbst für einen Fachmann wie Dr. Raven. Hier will er eine Markierung anbringen, um den Ort schneller wiederzufinden.
Spinnen bevorzugen Plateaus in der Nähe von Flussbetten als Aufenthaltsorte. Wir müssen äußerst akribisch vorgehen, wie ein Detektiv. Die Feldarbeit bringt all deine wunderbaren Gedanken aus der Laborarbeit durcheinander. Zum Beispiel, wie verhält sich das, was du unter dem Mikroskop gesehen hast, zu dem, was hier draußen abläuft? Darum geht es. Beides muss man herausarbeiten und entschlüsseln. Was geht da vor? Wir wissen es nicht. Die Wirklichkeit trifft dich wie ein Schlag. We don't know. And that's one of the wonderful things about being in the field. It's reality hitting you in the face. Oh, there we go. Look, oh, there's a bit of wind. Oh, there's one. Die Spinnendetektive haben schon am ersten Tag Glück. Findet man ein großes Weibchen, halten sich häufig weitere Spinnen in der Nähe auf. Der Blick durch den Eingang ins Innere lässt erahnen, welche Richtung die Höhle nimmt. Eine Spinne sieht Dr. Raven nicht. Wüstenvogelspinnen graben den tiefen unterirdischen Tunnel dort, wo es dunkel und feucht ist. Spinnen auf diese Art einzufangen, ist eine schmutzige Arbeit. Man wirbelt Staub auf, wird von Fliegen belagert. Der Dreck klebt im Gesicht, in den Augen und unter den Fingernägeln. Aber es ist wunderbar, jede Minute ergibt sich Neues. Nach einer Stunde ist der Forscher der Hauptkammer schon näher gekommen und sucht die Spinne. Da sitzt eine herrlich dicke. Das Weibchen hat schon lange gespürt, dass der Eindringling viel zu groß ist, um ihn zu überwältigen. Sie könnte jetzt um ihr Leben laufen oder kämpfen. Glücklicherweise versenkt sie ihre Giftklauen in den Stock. Eine wahre Schönheit. Vielleicht eine Stirlingi. Der Stress könnte sie töten. Man muss ihr Ruhe geben. Viel Arbeit für nur eine Spinne. Das ist schon ein Bier wert. I feel like a beer. Bei Einbruch der Dunkelheit beginnen Vogelspinnen, ihre Abendmahlzeit zu planen. Umherziehende Insekten wie diese Schabe sind ein guter Bissen. Von ihrem Versteck am Eingang aus kann die Spinne jeden Schritt ihrer wandernden Beute spüren. Die Vibrationen des aus Seide gewobenen Radarsystems signalisieren ihr Aufenthalt und Größe des möglichen Opfers. Normalerweise warten Vogelspinnen im Hinterhalt, bis die Beute nahe genug herangekommen ist. Ist der Hunger aber zu groß, wagen sie sich hinaus und schleichen sich an ihr Opfer an. Blitzschnell schlägt sie die Giftklauen in die Beute hinein. In der Höhle nimmt sie sich Zeit, das erjagte Tier zu präparieren. Während das injizierte Gift die inneren Organe des Opfers lähmt und nach verflüssigt, legen viele Spinnen eine seidene Speisematte aus. Noch weiß man nicht, warum sie das tun, aber es scheint sich um eine Art Nahrungsverpackung zu handeln. So besitzen sie Mahlzeiten, die für später gelagert werden können. Spinnen können keine feste Nahrung fressen. Sie haben keinen Kiefer und nur einen schlitzartigen Mund zwischen ihren Beißwerkzeugen. So brauchen sie ihr Gift, das die Innereien der Beute zu einem cremigen, nährstoffreichen Brei auflöst.
Während sie den Kadaver kräftig kneten, schlürfen sie sein Inneres in sich hinein. Eine große Mahlzeit reicht für mehrere Monate. Vogelspinnen fressen zwar Fleisch und sind dabei nicht wählerisch, aber Vögel verspeisen sie selten. Viel öfter Insekten. Somit ist der deutsche Name etwas irreführend. Der Unternehmer Stuart Douglas züchtet seine Vogelspinnen sowohl für den Handel als auch, um das Gift für die medizinische Forschung zu verkaufen. Zur Giftentnahme gibt es mehrere Verfahren. Ich bevorzuge die Betäubung mit CO2 und die elektrische Stimulierung. Meiner Erfahrung nach erhält man mit dieser Technik viel mehr Gift und sie schadet den Spinnen sehr viel weniger. Einige schneiden die Giftdrüsen heraus. Das überlebt natürlich keine. Ich züchte sie hauptsächlich des Giftverkaufs wegen. Jede Spinne, die ich verliere, ist ein großer Verlust. In nicht einmal 60 Sekunden ist die Spinnendame in einen kurzen Tiefschlaf gesunken und Stuart bereitet schnell das Melken vor. Nur ein paar Minuten hat er Zeit, ehe sie schlecht gelaunt wieder aufwacht. In einem speziell dafür gebauten Kasten werden die Giftdrüsen der Spinne durch schwachen elektrischen Strom stimuliert. Den Giftfluss regen sorgfältig zeitgesteuerte Elektroschocks auf die Unterseite der Klauen an. In Millionen von Jahren haben Vogelspinnen ihr Gift immer weiter verfeinert. Es könnte den Forschern den Schlüssel zu großen Durchbrüchen in der Humanmedizin liefern. Doch noch steht man am Anfang. Es gibt viele Schwierigkeiten bei der Giftgewinnung. Schon die winzigste Verunreinigung, ein Stück abgeschälte Klaue, kann das Gift verschmutzen. Die Gewinnung ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Dass unser Gift den Wissenschaftlern helfen wird, da sind wir zuversichtlich. Aber wie lange es dauert und ob es tatsächlich passiert, hängt von den Tieren ab. Und von den Giftforschern. Dr. David Wilson analysiert für ein Pharmaunternehmen die Gifte. Ihre natürlichen Bestandteile sind dermaßen vielfältig, sagt er. So etwas könnten sich Wissenschaftler gar nicht ausdenken. Das Gift mancher Vogelspinnen wirkt bei kleinen Säugern tödlich. Aber obwohl sich viele ängstigen, eine tödliche Wirkung auf den Menschen ist bisher nicht bekannt. Wir wissen noch nicht genau, wie gefährlich australische Taranteln für Menschen sind. Bekannt ist, sie können ein mehrstündiges Erbrechen auslösen. Doch gestorben ist bislang niemand. Da noch viele Arten unbekannt sind, können wir die Frage nicht wirklich beantworten. Dr. Wilson versucht herauszufinden, ob mit dem Gift ein neuartiges Medikament entwickelt werden kann. Ein hochwirksames neues Schmerzmittel, um Krebs oder AIDS zu behandeln, ohne die gegenwärtigen Probleme von Abhängigkeit oder Unverträglichkeit. Ein solches Medikament würde eingesetzt, wenn Morphium nicht mehr wirkt. Sein Team ist das einzige, das die Gifte australischer Vogelspinnen erforscht. US-Wissenschaftler haben kürzlich ein neues Herzmittel entwickelt, mit freundlicher Unterstützung einer südamerikanischen Spezies. Auch chinesische Forscher arbeiten mit den Tieren. Vogelspinnen könnten vielleicht einmal für uns zu Lebensrettern werden. Tief in den Regenwäldern des tropischen Nordens hausen die am wenigsten bekannten australischen Vogelspinnen. Während manche die beeindruckende Größe eines Handtellers erreichen, passen andere in eine Streichholzschachtel. Weil keine dieser Arten wissenschaftlich erfasst ist, kommen Dr. Raven und Dr. Bear jetzt hierher.